Ja, meine Damen und Herren, Webseiten und Datenschutz, das gehört natürlich definitiv zusammen. Während es die einen besonders eng sehen, da muss man sich durch 17 Pop-up-Fenster durchklicken, annehmen, ablehnen, bis man irgendwann zum tatsächlichen Inhalt kommt. Dann gibt es die anderen, die nehmen es an dieser Stelle nicht so ernst. Da trennt sich also oft die Spreu vom Weizen. Wir kommen jetzt zu Markus Hofpointner. Er ist Rechtsanwalt und Partner bei Greindl und Köck Rechtsanwälte, einer Wirtschaftskanzlei in Wien mit internationaler Ausrichtung. Auch er beschäftigt sich schon seit Jahren mit Datenschutz und mit Rechtssicherheit im E-Commerce bzw. im Mobile-Business. Und er bringt uns nun aktuelle Rechtsfragen bei der Verarbeitung von Besucherdaten auf Internetauftritten näher. Markus Hofpointner, bitte. So, guten Tag. Ich darf jetzt von den interessanten Cyberangriffen ein bisschen auf die Niederungen der gesetzlichen Vorgaben Zusammenhang mit dem Datenschutz gehen. Rechtliche Grundlage ist ja da, wie alle wissen, wahrscheinlich seit 2018 die Datenschutzgrundverordnung. Sie gilt 2018. Grundlegende Neuerung darin ist vor allem, dass viel auf Selbstverantwortung anstatt auf Registrierung bei der Datenschutzbehörde gesetzt worden ist. Früher war es relativ einfach oder auch nicht einfach. Man geht zur Datenschutzbehörde und meldet die Datenanwendungen, die man betreibt und kommt dann in einem Verfahren von der Datenschutzbehörde zu einer Registrierung der Datenanwendung und kriegt gegebenenfalls auch Auflagen dazu. Nun ist das alles auf den Verantwortlichen, also auf den, der die Datenanwendungen betreibt, abgeschoben. Da gibt es mehrere Prinzipien, auf die ich gleich hinkomme. Wesentlich ist, dass eben eine Rechenschaftspflicht besteht und der Verantwortliche selber dokumentieren muss, dass er die Pflichten eingehalten hat. Kurz zu den wesentlichen Grundlagen und Prinzipien der Datenschutzgrundverordnung. Für jede Datenverarbeitung brauche ich eine Rechtsgrundlage. Die Verarbeitung muss rechtmäßig sein. Das kann zum einen sein eine rechtliche Verpflichtung oder ich brauche das auch für die Erfüllung eines Vertrags mit den Betroffenen. Andererseits wäre auch ein überwiegendes berechtigtes Interesse denkbar. Und als letzte Möglichkeit die Einwilligung, die oft eingeholt wird, aber bei der meistens das Problem oder in der Regel das Problem besteht, dass eben diese jederzeit widerrufbar ist. Für alle Datenanwendungen, die man betreibt, ist eben auch die Rechtsgrundlage zu dokumentieren. Die Verwendung von Daten darf auch nur zu einem bestimmten Zweck stattfinden. Wenn ich Daten zu einem bestimmten Zweck bekommen habe und dann für andere Zwecke verwenden möchte, ist das eine eigene Datenanwendung, für die ich wieder eine Rechtsgrundlage brauche. Nächstes Prinzip ist die Datenminimierung. Das hängt auch mit den zuvor besprochenen Cyber-Security-Maßnahmen zusammen. Wenn ich so wenige Daten selber speichere und behalte, ist auch das Risiko geringer, wenn etwas passiert. Dann sieht die Datenschutzgrundverordnung auch wesentliche Transparenzbestimmungen vor und Dokumentationspflichten. Der Verantwortliche muss bei sich haben ein Verzeichnis der Datenanwendungen, die er betreibt. Das muss auf Nachfrage auch der Datenschutzbehörde vorgelegt werden können. Es muss in bestimmten Fällen eine Datenschutzfolgenabschätzung gemacht werden, das heißt eine Abwägung, welche Risiken bestehen, wie kann ich diese beheben und wesentlich auch für Websites die Informationspflichten, die in der Regel in einer Datenschutzerklärung den Benutzern bekannt gemacht werden. Darin, also ich komme dann nachher noch in einer eigenen Folie dazu, was darin stehen muss. Ich muss auch für die Datensicherheit sorgen, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen treffen, um die Sicherheit der verarbeiteten Daten zu gewährleisten. Und wie schon gesagt, es besteht eine generelle Rechenschaftspflicht. Ich muss jederzeit nachweisen können, dass ich diese Pflichten eingehalten habe. Gut, dann Frage in der Anwendung, wie mache ich das konkret? Bei bestehenden Websites sollte man sich mal die Fragen stellen, welche Daten werden überhaupt verarbeitet? Von wem stammen diese Daten? Zu welchem Zweck verarbeite ich diese? Was sind die Rechtsgrundlagen dafür? Wie lange speichere ich diese? Wer hat Zugriff
unternehmensintern oder auch extern und an wen werden diese weitergegeben. Das sind im Übrigen auch die wesentlichen Punkte, die beim Datenverarbeitungsverzeichnis angegeben werden müssen. In diesem Zusammenhang bei der Website auch, wie schon gesagt, wesentliches Prinzip der Transparenz, die Nutzer sind zu informieren. In einer Datenschutzerklärung muss ich den Nutzern mitteilen, was ich mit den Daten mache, also welche Daten ich verwende, im Sinne der oben genannten Fragen und zu welchen Zwecken ich diese verwende. Die Datenminimierung sollte schon bei der Erstellung der Website eingehalten werden. Ich soll eben nur die Daten abfragen, erheben, speichern, die ich wirklich brauche, um meine Zwecke zu erreichen. Da sind auch die Prinzipien des Privacy by Design oder Privacy by Default vorgesehen. Das heißt, ich muss schon datenschutzfreundliche Voreinstellungen haben, die den Schutz der Nutzer berücksichtigen. Zum Beispiel keine vorausgefüllten Felder, keine vorausgefüllten Checkboxen, das Design der Website nicht in einer Art, die den Nutzer verleitet, auf Zustimmung zu klicken, auch wenn er das eigentlich nicht will. Generell also bei zustimmungspflichtigen Maßnahmen einen Opt-in vorsehen und nicht einen Opt-out. Zu guter Letzt sind auch Datensicherheitsmaßnahmen einzuhalten, zum Beispiel Verschlüsselung, Schutz vor unbefugten Zugriffen im Unternehmen, auch extern und so weiter. So, genannt habe ich gerade die Datenschutzerklärung eben zur Information der Nutzer im Sinne einer des Transparenzgebots. Die wesentlichen Inhalte sind die Kontaktdaten. Das heißt, ich muss in die Datenschutzerklärung aufnehmen, wer ist der Verantwortliche für die Website. Das ist in der Regel Unternehmen, das die Website betreibt. Was sind die Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitungen? Das heißt, ich gebe an, welche Daten ich von wem ich verarbeite und zu welchen Zwecken ich diese unternehmensintern verwende. Und in dem Sinne auch die Rechtsgrundlage ist festzulegen. Ich kann auch mehrere Rechtsgrundlagen annehmen, zum Beispiel bei einem Online-Kauf auf einer Website werden die meisten Daten, die zur Bestellung notwendig sind, zur Abwicklung des Kaufvertrags notwendig sein. Das heißt, die Datenverwendung ist notwendig zur Erfüllung eines Vertrags zwischen dem Betroffenen und dem Verantwortlichen. Sich da auf eine Einwilligung zu stützen, ist eher nicht anzuraten. Die kann erstens jederzeit widerrufen werden und würde zudem dazu führen, dass man den Vertrag gar nicht mehr ausführen kann. Weiters ist anzugeben die Speicherdauer, das heißt, wie lange beabsichtige ich, die Daten zu speichern. Die Datenschutzgrundverordnung sieht grundsätzlich vor, Daten sind zu löschen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Man muss sich also Gedanken machen, wie lange brauche ich die Daten, um die Zwecke zu erreichen, zu denen ich sie gespeichert habe. In der Regel wird man sich daran an gesetzlichen Aufbewahrungspflichten orientieren oder auch an der Durchsetzung möglicher Rechtsansprüche, zum Beispiel Verjährungsfristen. Dann gebe ich auch an, wer sind die Empfänger der Daten? Bekommen sie Dritte? Und ich informiere die Betroffenen über deren Rechte laut der Datenschutzgrundverordnung. Die sind jetzt kurz aufgezählt. Auskunftsrecht, es kann jederzeit anfragen, welche Daten ein Unternehmen über einen verarbeitet. Das muss nicht begründet werden, so wie es auch in einem aktuellen Fall jetzt, die in den Medien war, bekannt geworden ist, wo eine Internetnutzerin wegen der Verwendung von Google Fonts auf zahlreichen Webseiten zum einen Schadenersatzbegehren gestellt hat, zum anderen auch ein Auskunftsbegehren. Und das Auskunftsbegehren ist eben auch, muss nicht begründet sein, kann jeder jederzeit stellen. Beim Schadenersatzbegehren kann man darüber streiten, ob das berechtigt ist oder nicht. Das Auskunftsbegehren ist aber in der Regel zu beantworten. Auch wenn man keine Auskunft geben will, ist eine negative Erklärung abzugeben. Dann auch noch die betroffenen Rechte über Löschung, Einschränkung, Widerspruch und Datenübertragbarkeit. Der Nutzer ist auch darauf hinzuweisen, was passiert, wenn er die Daten nicht bereitstellt. Bei Vertragsabschlüssen über Webseiten wird das in der Regel sein, dass dann der Vertrag nicht
ausgeführt werden kann. Und dann sind auch, wenn es automatische Entscheidungsfindungen oder Profiling auf der Website gibt, das heißt, werden die Nutzerdaten in dem Sinne verbunden, dass Profile von Nutzern erstellt werden, um Vorhersagen über künftiges Handeln oder Interessen zu treffen, dann sind auch da die grundlegenden die Grundlagen dafür darzulegen. Will man eine Datenverarbeitung auf die Einwilligung als Rechtsgrundlage stützen, muss man aufpassen, dass eben die Einwilligung nur informiert gültig ist. Ich kann nicht generell sagen, ich willige dazu ein, sondern muss da zumindest durch einen Link in eine Datenschutzerklärung beschreiben, wozu der Nutzer wirklich einwilligt. Weiter kann die Einwilligung nicht gehen. Eine Einwilligung ist nur informiert möglich und kann zudem, wie gesagt, jederzeit widerrufen werden. Nächster Punkt im Zusammenhang mit Websites und Datenschutz sind Cookies, die nicht unbedingt datenschutzrelevant sind, aber es sein können. Sie alle kennen wahrscheinlich, wenn Sie Websites aufrufen, einen Cookie-Banner, der kommt, wo man eine Einwilligung für bestimmte Punkte erteilen muss. Meistens ist nicht genau ersichtlich, wozu. Oder es gibt eine Aufzählung auch, also in der Einleitung ist es schon gesagt worden, es gibt entweder generelle Einwilligungen, es gibt lange Cookie-Banner, wo ich alles auswählen kann. Die Auslegung der Nutzer ist da sehr weit. Die Verwendung von Cookies ist grundsätzlich im Telekommunikationsgesetz geregelt und besagt im Wesentlichen, dass technisch notwendige Cookies ohne Zustimmung verwendet werden können. Technisch notwendige Cookies sind zum Beispiel Daten, die der Browser zur Sitzungsverwaltung, also die Verwaltung der Benutzung der Websites in einem bestimmten Zeitpunkt speichert oder auch ein Online-Shop, der den Warenkorb speichert, um nach Durchlaufen des Shopping-Prozesses dem Nutzer dann anzuzeigen. Der Login-Status des Benutzers auf einer Website, die Daten auf mehrseitigen Online-Formularen, der Cookie-Einwilligungsstatus selbst und so weiter. Eine wirtschaftliche Notwendigkeit wäre aber nicht ausreichend. Ansonsten für Cookies, die nicht technisch notwendig sind, das heißt, ich will sonstige Informationen über den Website-Nutzer speichern, brauche ich die Einwilligung. Die muss freiwillig, bewusst und informiert erfolgen. In der Praxis wird das meistens mit den genannten Cookie-Bannern gemacht. Dabei ist darauf zu achten, dass keine Täuschung oder unfairen Praktiken stattfinden. Das heißt, ich darf nicht den Button für die Zustimmung hervorheben, denn die Ablehnung verstecken. Das sollte im Idealfall gleich designt sein, gleich strukturiert sein und keine sonstigen unfairen Praktiken anwenden. Die Ablehnung der Zustimmung soll so einfach sein wie die Einwilligung. Und zudem besteht auch eine jederzeitige Widerrufsmöglichkeit, die muss auch auf der Website implementiert sein und leicht erreichbar sein. Auf einigen Websites findet man auch immer wieder Cookie-Banner, die unter dem Titel Pay or OK laufen. Das heißt, entweder ich willige ein oder ich zahle für die Benutzung der Website. Das ist ein Thema, das kontrovers diskutiert wird. In der Regel wird das aber erlaubt sein und möglich sein, solange nicht unfaire Praktiken damit zusammenhängen. Cookies können unter Umständen auch personenbezogene Daten sein, nämlich dann, wenn sie mit dem konkreten Nutzer in Verbindung gebracht werden können, dann gelten auch die genannten Bestimmungen der DSGVO. Ich muss das dann auch in die Datenschutzerklärung aufnehmen. Das kann zum Beispiel sein, wenn es mit dem Nutzer verfügbar ist, bei Nutzer-Identifiern, die oft in Cookies gespeichert sind, die auch über mehrere Sessions dann ausgelesen werden können. Und zu beachten ist auch die Verantwortung für eingebundene Drittanbieter-Cookies. Viele Websites stützen sich ja zum Beispiel auf Vorlagen, WordPress-Vorlagen oder Ähnliches, die auch schon Drittanbieter-Dienste angebunden haben, wo oft gar nicht bekannt ist, dass Daten im Hintergrund an den Drittanbieter, über den Nutzer an den Drittanbieter übermittelt werden. So wie das auch im genannten Fall mit den Google Fonts war, wo eben durch Herunterladen der Schriftdaten bei Besuch der Websites zumindest die IP-Adresse an Google in den USA übermittelt worden ist.
Aber da das auf der Website des Unternehmens erfolgt, ist auch das Unternehmen dafür verantwortlich. Gut. In dem Zusammenhang auch weiters gleich zur Datenübermittlung ins Ausland auf Websites, so wie es mit dem Drittanbieter Daten von Google Fonts zum Beispiel passiert ist. Darf ich das machen? Kann ich das machen? Was sind die Voraussetzungen dafür? Grundsätzlich sieht die Datenschutzgrundverordnung dafür vor, wenn es sich um personenbezogene Daten handelt, dass auch eine rechtliche Grundlage für die Übermittlung stattfinden muss. Das kann entweder ein Angemessenheitsbeschluss der Kommission sein, das heißt, die EU-Kommission hat festgestellt, dass ein bestimmter Empfängerstaat in dem Rahmen der EU angemessenes Datenschutzniveau hat. Das war bis vor 2 Jahren, glaube ich, für die USA der Fall. Dann ist das Privacy Shield, hat das der Beschluss damals umgangssprachlich geheißen, aufgrund der Schrems II-Entscheidung vom EuGH aufgehoben worden. Derzeit gibt es keinen Angemessenheitsbeschluss für Datenübertragung in die USA. Zwar hat es schon den Safe Harbor gegeben, der aber auch aufgehoben worden ist. Das heißt, eine generelle Übertragung von Daten in die USA ist nicht zulässig. Ich muss mich auf eine andere Rechtsgrundlage schützen. Das können zum Beispiel sein Standardvertragsklauseln. Das heißt, der für die Daten Verantwortliche schließt mit dem Empfänger der Daten im Ausland einen Vertrag, wo bestimmte Datenschutzregelungen vereinbart sind und die Rechte der Betroffenen gewahrt werden. Viele Unternehmen stützen sich jetzt darauf, wenn bei der Datenübertragung in die USA, wobei auch hier die gleichen Bedenken wie bei der Aufhebung des Privacy Shield vom EuGH bestehen, die eben grundsätzlich, also die Bedenken waren ja grundsätzlich der Zugriff von US-Behörden auf die Nutzerdaten. Die werden auch mit Standardvertragsklauseln nicht ausgehebelt werden können. Ja, ist die letzte Folie. Gut. Weitere Möglichkeit wäre, also wenn Daten für die Vertragserfüllung notwendig sind oder wenn die Einwilligung wieder informiert und ausdrücklich erteilt wird. Sonst darf ich keine Datenübermittlung ins Ausland, zum Beispiel in den USA, durchführen. Und wie gesagt, betrifft das auch eingebundene Drittanbieterdienste und Cookies, wie zum Beispiel Google Analytics, Google Fonts, Facebook, YouTube-Plugins, aber auch Cloud-Anbieter, Mailing-Dienstanbieter, Social-Media-Plugins. Risiken sind, wie schon gesagt, Strafen aufgrund der DSGVO, die sich in dem Bereich auf bis zu 20 Millionen Euro bewegen können. Dann Auskunftsbegehren der Betroffenen. Wie auch schon vorher erwähnt, kann jeder grundsätzlich ein Begehren an ein Unternehmen stellen und fragen, welche Daten werden über mich bei Ihnen verarbeitet. Dem ist nachzukommen, auch wenn man gar keine Daten verarbeitet, im Sinne einer Negativauskunft dann. Daneben Schadenersatzansprüche, Unterlassungsansprüche und Kosten der Rechtsverteidigung. Gut. Vielen Dank. Herr Hofpointner, vielen Dank.